Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Frank von fotologbuch.de und ja, ich begrüße euch zu meiner ersten Folge von Psychedelische Tricks. Nein, Quatsch, ist natürlich nicht, auch wenn das Bild hier etwas Komisches erstmal suggeriert. Es geht heute um das ganze Thema Sensorflecken. Wo kommen sie her? Wie kann ich sie erkennen? Wie kann ich sie sichtbar machen? Und wie kriege ich sie eventuell auch wieder weg? So, bevor wir jetzt aber weitermachen, nehmen wir erstmal dieses Bild hier weg. Das stört dann doch ein bisschen. Ich sage euch auch später noch, wozu dieses Bild gut ist. Sensorflecken. Als erstes natürlich, wo kommen die Dinger überhaupt her? Ja, früher war es ja so, dass wir analog fotografiert haben und mit jedem Bild, was wir gemacht haben, eigentlich den Film weitergedreht haben und damit für jedes Foto einen neuen Sensor hatten. Also insofern, jedes Bild hatte seinen eigenen Sensor. Das ist heute nicht mehr so, sondern dieser Sensor letztendlich verbleibt ja in der Kamera und wird ganz viel für Fotografieren genutzt. Und jedes Mal, wenn wir zum Beispiel ein Objektiv wechseln oder wenn wir auch ein Zoom-Objektiv nehmen, was so ein bisschen als Luftpumpe wirken kann, gerade wenn die in der Größe veränderlich sind beim Zoomen, dann wird hier ja die Möglichkeit bestehen, dass ihr Staub auf den Sensor bekommt. So, und irgendwann merkt man es auf einmal auf den Bildern, man hat dort so kleine Flecken. Das sieht dann letztendlich hier so aus. Ich habe mal hier so eine Testaufnahme rausgeholt. Das sind so Flecken, die erscheinen dann bei euch in den Motiven überall und ihr fragt euch, wo kommen die auf einmal her? Ganz vorneweg, ihr werdet diese ja, Sensorflecken nicht erkennen, wenn ihr mit offener Blende fotografiert. Werde ich nachher auch noch zeigen. Ich habe hier so eine Testreihe mal gemacht, sondern eben wirklich, wenn ihr mit geschlossener Blende fotografiert. Hier ist es zum Beispiel so ein Foto von Blende 16. Damit ihr euch auch sicher sein könnt, dass diese Flecken wirklich vom Sensor kommen, würde ich euch auch empfehlen, zur Sicherheit einfach mal das Objektiv zu wechseln, um zu gucken, ob dann die Flecken noch an der gleichen Stelle sind. Wenn ja, dann habt ihr ein Sensorproblem bzw. Sensordreckproblem. Ansonsten war es halt nur etwas auf der Linse. Ja, wie kann ich überhaupt rausfinden, ob mein Sensor verschmutzt ist im Allgemeinen, gerade wenn man neue Kamera kauft oder irgendwo in Urlaub fahren will und seine Kamera vorbereiten möchte entsprechend? Ja, ich habe dort einfach die Möglichkeit genutzt, dass man einfach das Testbild macht, nämlich indem man eine weiße Wand, ein weißes Blatt Papier oder so eine weiße Leinwand, also auf jeden Fall nichts Strukturiertes, es sollte eine glatte weiße Oberfläche sein. Ein weißes Blatt Papier eignet sich dafür hervorragend. Und dann macht ihr einfach Testfotos bei geschlossener Blende. Wichtig ist halt nur, dass ihr den Autofokus wahrscheinlich abschalten müsst, weil die Kamera sonst versucht zu zoomen und kein Foto macht. Also insofern Autofokus aus, ganz dicht vor dieses weiße Blatt gehen und dann Testfotos machen bei geschlossener Blende. Ich nutze dabei meistens diesen Modus A, beziehungsweise bei Canon ist es ja dann AV. Blendenpriorität, da kann ich dann die Blende vorgeben und die Belichtungszeit spielt bei dieser Testfotosache überhaupt gar keine Rolle. Also insofern völlig egal. ISO 100 verwackeln kann da eh nichts, es ist eh nur eine weiße Fläche und den Sensorflecken macht das überhaupt nichts, ob die sozusagen mit einer langen Belichtungszeit fotografiert werden oder nicht. Ja, wir gucken uns das einfach mal an, was dann passiert. Hier ist ja so ein Foto letztendlich mit Blende 16. Jetzt gehe ich mal so langsam zurück. Blende 8 bzw. Blende 11, dann werden die schon weniger. Und ihr seht, je mehr ich diese Blende öffne, dann verschwinden diese Flecke. Jetzt haben wir gerade mal Blende 4 und ja, bei Blende 2 sind sie letztendlich fast gar nicht mehr zu sehen. So, hier Blende 1,8. Also insofern merkt ihr diese Flecken auch erst, wenn ihr wirklich mit geschlossener Blende eure Testfotos macht, beziehungsweise im Alltag werden sie euch auch als erstes auffallen, wenn ihr die Blende geschlossen habt. Ja, um die noch ein bisschen besser, ja, hier in Lightroom oder in einer anderen Software sichtbar zu machen, gibt es einen kleinen Trick. Ich gehe einfach mal auf, ja, das letzte Bild und gehe hier mal in diesen Modus Kopierstempel, Reparaturstempel. Ich zeige euch aber auch gleich noch eine andere Variante für die Leute, die nicht Lightroom nutzen. So, wenn ich da nämlich reingehe, dann habe ich hier die Möglichkeit, die Bereiche anzeigen zu lassen. Und dann sehe ich das natürlich noch viel deutlicher, wo diese, ja, Flecken auftauchen. Kann jetzt hier auch mal wieder die Blenden durchgehen. Also ihr seht, wie diese Flecken immer weniger sichtbar werden, je weiter ich die Blende öffne. Und wenn das ganze Ding sauber ist, dann sollte hier eigentlich gar nichts mehr zu sehen sein. Ja, also insofern könnt ihr euch so eure, ja, Flecken sichtbar machen. Aber wie machen das nun die Leute, die kein Lightroom haben?
Ganz einfach. Ihr erstellt euch eine spezielle Gradationskurve, nicht so eine lineare, sondern geht einfach in eure Bildbearbeitung und baut euch mal ja, so eine Gradationskurve grafisch mit der Maus. Und dann seht ihr letztendlich schon, wo diese Flecken auftauchen. Hier ist praktisch auch mal die andere Gradationskurve jetzt eingeschalten. Und dann sehen wir diese ganzen Flecken hier, die überall wirklich Staubsensorflecken sind. Besser ist es natürlich, das sehen wir hier sehr schön bei diesen beiden Fotos, wenn ihr dazu das Bild in den Schwarz-Weiß-Modus schaltet. Also insofern, das wirkt dann noch ein etwas ja, besser, als wenn ich hier sage, ich habe so einen farbigen Kram. Also die Sensorflecken könnt ihr auf jeden Fall so am besten auch erkennen, wenn ihr keinen Lightroom habt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie könnt ihr diese Sensoren wieder reinigen? Wie kriege ich den Staub wieder runter? Na, zum einen würde ich auf jeden Fall immer generell einschalten, diese Option in der Kamera, dass die Kamera beim Ausschalten sich selber reinigt. Also da gibt es so eine Option, findet ihr bestimmt auch bei euch in der Kamera. Kann man sagen, okay, bitte beim Ein- und Ausschalten Kamera selber reinigen. Dann wird da so ein bisschen was geschüttelt und dann soll der Staub eigentlich abfallen. Mancher ist aber ein bisschen hartnäckiger und den kriegt man dann nicht so weit weg. Dann hilft einfach nur die normale Reinigung. Ich persönlich reinige meine Sensoren gar nicht mehr alleine. Also insofern, ich habe das mal probiert. Das ist in einem Desaster geendet. Wer will, kann sich das ganz gerne hier mal bei mir im Blog nachlesen. Auch als kleine Warnung, wenn ihr es dann selber mal probiert. Ich habe also das ganze teure Equipment hier alles gekauft und habe dann meinen Sensor selbst gereinigt. Mit dem Ergebnis, dass ich es dann ja wirklich doch in den Laden gebracht habe, weil es eigentlich nur schlimmer wurde. Das Einzige, was ich heute noch mache, das ist auch die Variante, die ich euch nur empfehlen kann, ist ja dieser kleine Blasebalg hier, dieser Giotto Super Rocket Air. Ich habe den hier nochmal rausgeholt. Das ist dieser Blasebalg. Den kann man sehr schön nutzen, um so ein bisschen Staub vom Sensor, ja, vom Sensor runter zu blasen. Bitte seid aber vorsichtig dabei, dass ihr mit dieser Spitze hier oben nicht auf den Sensor kommt. Also insofern die Hand vielleicht ein bisschen ablegen auf der Kamera und vorsichtig pusten mit einem gewissen Abstand zum Kamerasensor. Das sollte an der Stelle ganz wichtig sein. Aber das Einzige, was ich noch gemacht habe, ihr habt hier unten ja so eine Öffnung, so ein Ventil, wo natürlich die Luft hinten angesaugt wird, die vorne letztendlich rausgepustet wird, um dann den Staub vom Sensor runterzuziehen. Problem ist halt nur, hier kommt die Luft rein und alles, was da in der Luft schwebt, kommt da auch mit rein und kann sehr schön hier in der Kamera verteilt werden. Deswegen habe ich eins gemacht, das sieht man hier sehr schön. Ich habe meinen meinen Blasebalg hinten wieder verschlossen mit so einem Mikrofasertuch und habe dieses Mikrofasertuch letztendlich mit einem schnöden Gummi festgemacht und damit habe ich mir so einen eigenen Filter gebaut, dass der Staub letztendlich nicht in den Blasebalg gezogen wird und dann vorne wieder auf den Sensor ausgeblasen wird. Bleibt am Ende nur noch die Frage, wie oft ich den Sensor reinigen lasse. Also bei mir ist es im Moment so im Durchschnitt ein bis zweimal pro Jahr, pro Kamera. Meistens mache ich das auch, wenn große Fotoreisen, Urlaube und sowas anstehen, um dann letztendlich auch die Zeit zu genießen. Und so eine Reinigung kostet mich selber im Normalfall 40 bis 50 Euro. Aber letztendlich ist es mir das wert, ehe ich mich da selber ärgere und da selber probiere. Lasse ich lieber die Finger von. Also insofern auch der Tipp an euch, Blasebalg ist okay. Alles andere solltet ihr einfach im Fotoladen machen lassen. Ja, damit bin ich auch am Ende für dieses Video wieder angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch erklären, wo dieser Sensor direkt herkommt, wie man den auch erkennen oder sichtbar machen kann. Wenn man auch mal danach sucht, beziehungsweise gucken will, wie man reinigen möchte mit so einem Super Rocket Air Blower hier, dieser Blasebalg. Ich bedanke mich wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch viel Spaß und einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de.